Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute haben wir Besuch von Phil Ladehof, der eine Fahrradtour durch Deutschland macht, um Spenden zu sammeln. Worum geht es denn bei deiner Fahrradtour? Ja, es geht mir darum, Spenden für das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugenddramatologie zu sammeln. Da war ich selbst über 20 Mal Patient seit meiner Diagnose im Jahr 2016. Und dort gibt es eine Bewegungsanalyse, auf dessen Grundlage die Therapie da noch ein bisschen mehr auf den Patienten wirklich angepasst werden kann. Und die Bewegungsanalyse wird nach wie vor nur teilweise oder gar nicht von den Krankenkassen übernommen, sodass wir als Patienten da wirklich sehr auf die Spendengelder von extern angewiesen sind. Und da ich auch selber mehrfach davon profitiert habe, mir es jetzt wieder wirklich gut geht, möchte ich auch einfach die Klinik was zurückgeben an der Stelle. Genau. Was wird gemacht bei so einer Bewegungsanalyse? Man mit sehr vielen Kügelchen beklebt, geht dann so einen circa 20 bis 30 Meter langen Weg in so einem Studio, wo ganz viele Kameras sind, ganz viele Infrarotkameras, die beleuchten einen dann von allen Winkeln. Und auf dessen Grundlage können die Experten da unten die Bilder auswerten und sehen, inwiefern die Achsen verschoben sind. Es gibt dann noch eine Sprungplatte, wo man springt und dann eine Differenzierung zwischen dem linken und dem rechten Bein stattfinden kann, wo dann auch gesehen werden kann, wie die Kräfte sich auf den gesamten Körper verteilen. Also da habe ich beispielsweise dadurch, dass mein rechtes Knie stark eingeschränkt ist, dann immer deutlich mehr Last auf der linken Seite gehabt. Und das merkt man im Alltag unter Umständen gar nicht, ist für die Therapie aber schon ziemlich entscheidend, um da auch einfach Folgeschäden dann zu mildern und frühzeitig dagegen anzuwirken. Genau, und das ist sehr intensiv, sehr kostenintensiv und die Behandlung an sich, beziehungsweise dieses Aufzeichnen dauert nur 20 bis 30 Minuten, aber die Ausarbeitung der Experten im Nachgang ist halt zeitintensiv, demnach auch kostenintensiv, sodass eine Bewegungsanalyse zwischen 400 und 800 Euro kosten kann. Und das hat halt nicht jeder, kann sich nicht jeder privat leisten, sodass man da die Spendengelder von extern leider nach wie vor benötigt. Wie alt waren Sie, als Sie Ihr Rheuma bekommen haben? Da war ich 14 Jahre, als die Symptome begonnen haben, als die Diagnose dann endgültig gestellt wurde, war ich 15. Mhm. Also es war ein langer Weg zur Diagnose. Zwischenzeitlich hatte ich drei Knieoperationen. Nach der ersten hieß es, es könnte Rheuma sein. Dann haben aber irgendwelche Experten tatsächlich auch auf dem rheumatologischen Gebiet gesagt, das kann kein Rheuma sein, das passt vom Krankheitsverlauf nicht, die Blutwerte passen nicht. Das muss eine bakterielle Infektion sein, Borreliose war im Spiel. Man hat mehrfach dann operiert, um versucht, die Bakterien aus dem Knie rauszubekommen. Und nachdem das alles nicht geholfen hat, ist man dann zu dem Entschluss gekommen, dass es dann doch Rheuma sein muss. Hat dann auch über den HLA-B27 gewissermaßen sagen können, dass es eine Rheuma-Erkrankung sein muss und mich dann auch dementsprechend medikamentös eingestellt. Und in der Folge ging es mir auch deutlich besser, geht es mir auch jetzt deutlich besser. Also war das dann irgendwann die richtige Diagnose nach einer langen Odyssee. Okay, war das Problem immer das Knie oder auch dann noch andere? Also es hat angefangen mit dem Knie infolge von einem Fußballspiel, ein Pressschlag, klassische Diagnose, damals dann Meniskus oder Kreuzbandriss, dann hat man auch auf bildgebende Diagnostik verzichtet, leider an der Stelle. Und nach der Operation wurde es dann richtig schlimm, da wurde es auch dick, hat es dann auch die Schmerzen in dem Knie gegeben. Und nachdem ich dann aber mit der Therapie angefangen habe, gab es weitere Schübe natürlich. Ich glaube, das kann man nie ganz ausschließen. Und da kam dann auch die Entzündung im Ellenbogen, in den Hüften. Und jetzt nach wie vor die Sehnen an den Füßen ein bisschen entzündet. Aber ich finde, das ist zu differenzieren von Entzündungen in den Gelenken, weil an den Sehnen spüre ich persönlich das jetzt nicht ganz so doll. Und da geht es dann auch mit dem Fahrradfahren ganz gut. Aha. Genau. Was mich noch interessieren würde, wie war der Übergang vom Kinderrheumatologen zum Erwachsenenrheumatologen, weil das ist ja oft ein Problem. Ja, der hat bis dato tatsächlich noch gar nicht bei mir stattgefunden. Also ich bin nach wie vor bei meinem Kinder- und Jugendrheumatologen in Behandlung in Garmisch. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal wirklich als Patient hingehen werde oder nicht. Das ist so ein bisschen noch abhängig von den Krankenkassen. Also die einen bezahlen bis 21, die anderen sagen darüber hinaus, kann man das in Form einer Kur oder so ähnlich da auch weiterhin zur Therapie kommen, auch weil die Therapeuten einen wirklich schon seit Kindheitstagen teilweise kennen, mich seit meinem 16. Lebensjahr. Aber früher oder später werde ich jetzt auch meinen Rheumatologen, meinen Kinder- und Jugendrheumatologen natürlich verlassen müssen und mich da zu einem Erwachsenenrheumatologen befinden müssen. Auch wenn es mir schwerfällt an der Stelle. Also ich bin mit meinem Rheumatologen durch dick und dünn gegangen. Ich bin das erste Mal, als ich da war, tatsächlich habe ich nachmittags die Tuberkulose-Diagnose bekommen. Und sowas verbindet einfach einen Arzt und Patienten. Man ist morgens in der Therapie, ist da ordentlich am Rumhusten, dann ein bisschen am Witzeln, hast du ja ordentlich einen aufgesagt. Und
kommt man nach Hause und dann ist es eigentlich nicht ein aufgesagt haben, sondern am Ende des Tages Tuberkulose und man ist erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Genau. Als Nebenwirkung der Medikamente sozusagen. Genau, also normalerweise soll man das ja vor der Gabe von Biologika abchecken. Vor allen Dingen bei Membril ist es ja sehr wichtig, dass man da eine Tuberkulose ausschließt. Da war immer ein Grenzwert im Blut nachweisbar, aber man hat gesagt, wir geben weiter das Risiko, dass die rheumatische Erkrankung halt weiter fortschreitet, ist einfach zu groß, als dass es wirklich eine Tuberkulose sein könnte. Und ich hätte gar keine Symptomatik und hat man sich darauf eingelassen, also ich persönlich mich darauf eingelassen, dass man die Medikamente weiter verabreicht, dann regelmäßig halt dann Sputum-Test macht und nochmal den Bluttest macht. Und dann irgendwann war der Sputum-Test halt positiv, nachdem ich aber auch wirklich viel Husten hatte und noch ein bisschen Atemnot dann dazu kam. Und dann war es auch irgendwann am Ende des Tages klar, dass es eine Tuberkulose sein muss. Beziehungsweise dem Lungenfacharzt war es nicht klar, aber den anderen Ärzten, mit denen ich dann im Nachgang über die Symptomatik gesprochen habe, die haben schon gesagt, dass es sehr wahrscheinlich einfach dann auf eine Tuberkulose hinausgelaufen ist. Und das war dann ja auch so. Ungewöhnlich bei so einem jungen Menschen. Ja, das war damit in der ersten Flüchtlingswelle 2015, 2016, wo ja auch, also ich bin an dem Tag, als ich eingeliefert worden bin ins Klinikum bei uns in die Quarantäne, hat Papa mir abends geschrieben, ja, in der Zeitung steht, die Tuberkulosefälle nehmen wieder zu. Also es war wirklich an dem Tag, an dem ich ins Krankenhaus gekommen bin, hat die Zeitung auch darüber berichtet. Genau, es war damals wirklich keine Corona-Welle, sondern eine Tuberkulosewelle und die hat mich halt auch irgendwie getroffen. Dann war ich da 2 Wochen in Quarantäne. Dann insgesamt nur 6 Monate Antibiotikatherapie, aber jetzt habe ich damit keine Probleme mehr. Und ja, ich weiß halt für mich persönlich, dass man vor der Gabe von Medikamenten wirklich mal alles abchecken sollte, was da irgendwie abgeklärt werden muss und sollte. Und das würde ich halt auch einfach an der Stelle jedem empfehlen, der irgendwie immunsuppressiv behandelt wird. Ja, das ist das Problem. Das Rheuma geht ja vom Immunsystem aus und die Medikamente müssen das Immunsystem unterdrücken. Aber Genau. dadurch hat es halt weniger Fähigkeit, sich gegen Infektionen zu Ja, wehren. und wenn dann halt die Infektion schon im Argen ist, bloß halt noch nicht ausgebrochen ist, dann ist es halt so. Und bei der Tuberkulose ist es ja auch so, dass zwischen 30 und 40% die Erkrankungen latent in sich haben. Und wenn man dann halt das Immunsystem herunterfährt, was ja die Rheumamedikamente faktisch machen, zumindest die Biologika, dann kommt diese Krankheit nur zum Ausbruch. Und das war ein Fakt, den wusste ich selbst nicht, aber die Pneumologen haben mir das dann mehrfach auch bestätigt, dass das so wäre. Und tatsächlich in meinem familiären Umfeld war auch eine weitere Person, die Tuberkulose hat oder hatte, wo man es dann auch im Nachgang nachweisen konnte. Also so selten ist das jetzt auch nicht. Es mussten ja auch weitere Kontaktpersonen in meiner Familie getestet werden und da waren schon mehrere auch ja, positiv, aber ohne Symptome zu haben. Genau. Hast du dir Fragen überlegt für mich heute? Ja, da habe ich auf jeden Fall ein paar mitgenommen. Und ich habe auch ein paar Fragen von meinen Abonnenten mir einholen lassen. Aber ich Ja. habe mir gedacht, dann, wenn ich die habe, dann kann ich die auch mal fragen, was die so interessieren würde. Und eine Frage, die ich noch so grob in Erinnerung habe, war ein bisschen kritisch eine Frage, warum Rheumatologen so gerne direkt mit der vollen Chemiekeule kommen, anstatt erstmal über ja, konservative Behandlungsmethoden, ein bisschen Sport machen, Ernährungsmethoden anpassen oder Ernährung allgemein anpassen. Also warum ist es so wichtig, dass man unter Umständen natürlich, je nachdem wie das klinische Bild ist, früh mit starken Medikamenten ankommt, anstatt das über die konservative Art und Weise Also es erstmal kommt versuchen natürlich zu darauf an, ob die behandeln. Diagnose stimmt. Aber wenn man sich sicher ist, dass jemand ein entzündliches Gelenkrheuma hat, dann wissen wir aus den Zeiten vor den Biologika und vor dem MTX, dass die Patienten eine ganz drastische Verschlechterung mitmachen und häufig im Rollstuhl landen, die nicht mal mehr eine Zahnbürste halten können. Und die Erfahrung hat halt gezeigt, wenn man die Erkrankung immer früher, immer aggressiver behandelt, dass dann die Verläufe so sind, dass sie eine Fahrradtour von Norddeutschland nach Süddeutschland machen können. Und deswegen machen wir das so. Und manchmal ist es so, man sieht diese ganzen gut behandelten Patienten und denkt, meine Güte, die Therapie ist aggressiv, die Therapie ist sehr teuer, ist das überhaupt sinnvoll, soll man nicht ein bisschen weniger machen? Und dann sieht man mal einen Flüchtling, der aus einem Gesundheitssystem kommt, wo eben nicht so viel gemacht wird, weil die sich das nicht leisten können und sieht, wie extrem eingeschränkt die sind. Und dann denkt man, vielleicht ist die Therapie doch eine gute Idee. Aber wo die das gerade erzählen, als ich die erste Mal in Garmisch war, da habe ich auch einen älteren Herrn getroffen, der weit über die 20 auf jeden Fall hinaus war und der saß auch im Rollstuhl und hat gesagt, wenn ich zu eurer jetzigen Zeit die Diagnose bekommen hätte, dann würde es mir deutlich besser gehen, Klar. einfach weil es die Medikamente damals nicht in dem Umfang gab, wie es sie jetzt gibt. Und es wird ja auch immer breiter, der Markt der Medikamente, die da zur Verfügung stellen. Die nächste Frage wäre, was sind eigentlich Biologika
Biosimilars oder Biosimilars. Das liest man immer wieder, aber was das so wirklich bedeutet, wissen dann doch die wenigsten, denke ich. Das ist so ähnlich wie mit Generika. Es gibt ja Markenhersteller von Medikamenten. Zum Beispiel Bayer stellt Aspirin her, das ist Acetylsalicylsäure. Und ich kann das originale Aspirin von Bayer kaufen. Oder ich kann weniger Geld ausgeben und Acetylsalicylsäure, also den gleichen Wirkstoff, von einem anderen Hersteller kaufen, der genauso gut ist und halt anders heißt. Und also was weiß ich, ASS-Ratioform, falls es das gibt. Und bei den Biologika ist es jetzt so, dass einige von denen auch schon den Patentschutz verloren haben. Aber das ist nicht wie bei den Generika so, dass die ganz hundertprozentig gleich sind, sondern die sind nur sehr ähnlich wie das Ursprungspräparat. Deswegen nennt man die Biosimilars und nicht Generika. Okay. Aber vom Prinzip sind es so ähnlich wie Generika, also Nachahmerprodukte von bestehenden Biologika. Und es ist so, die Jahrestherapiekosten für ein patentgeschütztes Biologikum sind so um die 25.000 Euro. Und bei einem Biosimilar ist man eher so bei 15.000 Euro. Okay, also schon fast die Hälfte. Und wenn ich jetzt mit einem Medikament A anfange und das Biosimilar dann irgendwann bekomme, ist das irgendwie schädlich für mich? Also wenn ich mit Medikament A angefangen habe, sollte ich dabei bleiben oder kann ich dann zum Medikament B wechseln? Es gibt sehr viele Studien zu wechseln und wechseln scheint unproblematisch zu sein. Und dann hätte ich noch eine weitere Frage und zwar wieder zum Thema Ernährung. Inwiefern man dann an der Stelle Nahrungsergänzungsmittel auch nehmen sollte oder inwiefern das vielleicht auch hilfreich ist, ob es da irgendwelche Studien vielleicht sogar zu gibt. Also es kann sinnvoll sein, Vitamin D zu nehmen. Gerade auch, wenn man vielleicht zwischendurch Cortison nehmen muss, weil das den Knochen ja schädigt und das Vitamin D schützt den Knochen. Man sollte auch versuchen, ausreichend Kalzium zu sich zu nehmen, wobei da eher empfohlen wird, das über die Nahrung zu machen. Also Milchprodukte, bestimmte grüne Gemüse, Tofu zum Beispiel enthält auch viel Kalzium oder kalziumreiche Mineralwasser. Und ansonsten sind die meisten Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich nutzlos. Es gibt aber ein paar kleinere Studien zu bestimmten Gewürzen, so Gewürze, die im Ayurveda typisch sind, Zimt, Ingwer, Knoblauch, Kurkuma. Ja. Das könnte sinnvoll sein, das zu nehmen. Bei Omega-3-Fettsäuren gibt es jetzt eine große Studie, wo es wenig gebracht hat, muss man sagen. Aber möglicherweise ist es auch sinnvoll, Omega-3-Fettsäuren zu nehmen. Okay. Also unterm Strich ist es doch schon zum Teil zumindest wichtig, diese Stoffe zu ergänzen. Also es ist ich glaube, die Nahrungsergänzungsmittel, abgesehen vom Vitamin D, sind nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, dass man eine ausgewogene Ernährung hat, mehr pflanzliche als tierische Fette, ausreichend Ballaststoffe, das ist ganz wichtig fürs Mikrobiom im Darm, was ja auch wieder das Immunsystem beeinflusst. Also damit kann man ein bisschen was erreichen. Okay, und dann vielleicht als letzte Frage, jetzt wo ich ja mit dem Fahrrad einmal von Nord nach Süd durch Deutschland fahre, wie wichtig oder wie sinnvoll ist es, Sport und in welchem Ausmaß bei Räume zu machen? Sport und Bewegung ist wahnsinnig wichtig. Das ist auch ganz interessant, wenn Leute eher so degenerative Schäden, also Verschleißschäden am Körper haben, in den Gelenken haben, dann sagen die meistens vor abends, nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe und dann war ich noch im Garten, dann tut mir der Rücken und die Gelenke weh. Und die Rheumatiker sagen meistens das Umgekehrte, wenn ich morgens aufstehe und habe die ganze Nacht rumgelegen, dann kann ich mich überhaupt nicht bewegen und mir tut alles weh. Und wenn ich mich ein bisschen bewegt, dann wird es eher ein bisschen besser. Also es ist so, dass Bewegung vielen Rheumapatienten eher gut tut. Es senkt auch die Entzündungswerte, das weiß man. Und es ist so, dass sie auch wieder Osteoporose und Muskelschwund ein Problem für den Rheumatiker sind. Und die beste Medizin gegen Osteoporose und Muskelschwund ist tatsächlich Sport und Bewegung. Das ist gut, dann mache ich ja alles richtig. Ja. Ja, gut. Dann freue ich mich, dass du uns besucht hast. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Natürlich. Und ich wünsche noch viele regenfreie Tage. Vielen Dank. Und viel Freude. Dankeschön.